Wenn Judith Richter nach Budapest kommt, würde die Donau am liebsten aufhören zu fließen und die berühmte Brücke ihre Ketten sprengen. Aber die schöne Schauspielerin ist nicht hier, um bewundert zu werden, es sei denn für ihre Malkünste. Ich habe ein unglaubliches Kopfkino von morgens bis abends und ich glaube, dass das dazu beitragen kann, so die eine oder andere Farbe aus meiner eigenen Seele mit einzubringen. Ob das funktioniert? Der Maler Christian Sandor ist alles andere als zimperlich. Sein heutiges Kunstwerk beginnt mit der Zerstörung eines von ihm einst mit Liebe gemalten Bildes. Ich hasse schlechte Kunstwerke. Sie stören mich einfach. Deshalb ist es ein gutes Gefühl, meine hässlichen Bilder zu zerreißen. Sie taugen aber durchaus als Grundlage für neue. Judith Richter ist gespannt auf den wilden Ungar. Bis jetzt hat sie seine Bilder nur im Internet gesehen. In seiner Heimat ist Christian Sandor ein Popstar. Aber das ist dem Künstler zu wenig. Er will die Menschen mit seinen Bildern aus ihrer Lethargie reißen. Besonders in Ungarn, wo Bürgerrechte mit Füßen getreten werden und Minderheiten sich nicht mehr sicher fühlen. In der Galerie Lena Roselli stellt Christian Sandor seine Bilder und Collagen aus. Und Judith ist jetzt schon Fan. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend. Es ist fast so ein bisschen comicartig. Und ja, verspielt und man hat Lust drauf. Noch 1000 Schritte, dann darf Judith reißen, schneiden, tackern und malen. Vorausgesetzt, sie kommt mit dem Tempo ihres ungarischen Künstlers mit. Tempo liegt mir, ja. Tempo, nicht viel denken, machen, tun. Denken danach. Ist vielleicht besser, mal gucken. Zu tun gibt es reichlich. Christian Sandor möchte zusammen mit Judith Richter eine fröhliche Collage mit spielenden Kindern machen. Das nennt man kein Talent. Er will in seinen Bildern aber nicht nur seine Lebensfreude ausdrücken, sondern auch Verständnis wecken für ein Miteinander der Kulturen. Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und der aufkommende Rechtsradikalismus in Ungarn machen ihm Angst. Dagegen hilft ein Kinderlachen. Viel mehr kann Christian als Künstler nicht tun. Dieses Kind hat sogar ein bisschen Ähnlichkeit mit Judith, bis auf die roten Haare. Ich mag ihr Gesicht, sie ist lustig und sie hat deine Augen. Das findet Judith auch, doch genug der Nettigkeiten. Judith ist zum Arbeiten hier. Putt. Erst Putt und dann Frühstück. Ich mache ein Spiegelei. Und aus dem Ei pellt Judith Richter zusammen mit Christian Sandor drei glückliche Kinder, die miteinander spielen, ohne Vorurteile, ohne Ausgrenzung, ohne Standesdenken. Judith Richter ist sich sicher, dass ihre gemeinsame Zukunftsvision von einem friedlichen Zusammenleben durchaus auch im Alltag umsetzbar ist. Letztendlich glaube ich, dass es eigentlich nur um Liebe geht. Also, dass man das den Kindern mitgibt und dass schwarz auf weiß, ob egal was, blau, rot, es ist alles eins und dasselbe und alles hat das Recht, gleich geliebt zu werden. I'm surprised. Ich bin beeindruckt. Wir haben ein wirklich gutes Bild gemacht. Nicht nur ein mittelmäßiges, nein, ich mag es. It's not just a medium painting, I like it. Auf der Donau zwischen Buda und Pest wird der Tag jetzt zum Fest. Judith Richter ist nachhaltig beeindruckt von Ungarn und seinen wilden Malern.